Hallo zusammen. Heute kochen wir was sehr Schönes für Sie, und zwar Garnelen im Tempura-Teig mit Glasnudelsalat. Und dafür habe ich als erstes vorbereitet die Glasnudeln in eine Schale gegeben. Und dafür kochen wir Wasser auf, richtig kochendes Wasser. Und damit übergießen wir dann die Glasnudeln, damit die 4 Minuten durchziehen können. Das zeige ich auch mal. Das Wasser kocht. Und dann rühre die ein bisschen um, damit die richtig im heißen, kochenden Wasser liegen. Und die lassen wir jetzt einfach 4 Minuten ziehen. So, jetzt haben die Nudeln 4 Minuten gezogen. Ich habe die einfach abgegossen und wieder zurück in meine Schüssel. Die sind also noch ein bisschen lauwarm. Sollten sie auch sein. Und jetzt gehe ich einfach her und schneide die ein bisschen klein. Einfach schneiden, damit ich das schön marinieren kann. So, und jetzt kommt hier Chili-Soße rein, mein Ingwer, Salz, Zuckerschoten, etwas Chili-Soße, helle Sojasauce, Sesamöl, schwarzer Sesam, 5-Spice, etwas Chili, ein wenig Honig, und dann haben wir einen wunderschönen Salat. Noch etwas frisch geschnittenen Koriander. So, jetzt haben wir den Salat angemacht, die Glasnudeln mariniert, alle unsere Zutaten hineingegeben und jetzt einfach mal 4-5 Minuten stehen lassen, damit die Nudeln alle Ingredients aufsaugen können. Weiter geht's natürlich hier mit unseren Garnelen, also hier Garnelen mariniert mit etwas 5-Spice und etwas Sojaöl. Und hier ist dann der Tempura-Mehl. Und das würde ich jetzt anrühren mit eiskaltem Wasser. Da habe ich ein paar Eiswürfel reingemacht. Das muss wirklich eiskalt sein, das ist sehr wichtig. Und in der Zwischenzeit natürlich hier mein Fett heiß machen mit einem Fühler. Ich brauche etwa 180 Grad. So, jetzt habe ich unseren Tempura-Teig angerührt mit dem Eiswasser. Unsere Garnelen sind hier mariniert und unser Fett wird heiß gemacht auf 180 Grad mit einem Fühler, damit man die Temperatur auch schön messen kann. Und jetzt gehe ich einfach her mit der Garnele und ziehe sie durch den Tempura-Teig. So, jetzt haben wir hier unsere Garnelen in unser Fettbad gegeben und die hole ich jetzt raus. 180 Grad war das, ja, also genau 180 Grad. Und ja, 7 bis 8 Minuten sollten die Garnelen hier in dem Fettbad schwimmen, bis sie nach oben kommen. Und dann geht man einfach her, nimmt die raus und setzt sie dann auf ein Küchentuch, damit das Fett etwas abtropfen kann. Schauen Sie her, ja, damit Sie das nicht auf dem Teller haben. Ja, haben wir das dann in dem Fall hier rausgenommen. Schöne, knusprige Tempura-Garnelen. So sieht das dann aus. Und jetzt richten wir an und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen.